So Leute, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben ja im letzten Part hier ein bisschen was vorbereitet. Dann können wir das nämlich hier auch ein bisschen anders machen. Können wir das ein bisschen einschränken. Ne, noch eins weiter. Da kommt das Ding rauf und dann brauche ich jetzt zwei Wassereimer. Ich denke mal, ich habe nur noch die leeren Eimer, jawohl. Was auch sonst, aber wir können ja das schon mal vorbereiten. Das kommt dann da rein. Und dann können wir hier vorne gleich mal ein bisschen was aufbauen. So. Dann haben wir die hier. Und hier drüber kommt dann das Ding wieder aufgebaut. Allerdings möchte ich da gerne noch eins. Dich brauche ich, dich brauche ich, dich brauche ich. Dich brauche ich wieder, dich brauche ich wieder. Hier haben wir noch ein bisschen Erde. Und zwar soll da. Ne. So, genau. Obwohl. Ja doch, ins Server schon richtig. Gut, ist für Holz gewesen, aber ich baue es trotzdem mal einfach damit ab, damit es ein bisschen schneller geht. Obwohl es eigentlich genauso gegangen ist wie vorher. Also, im Prinzip habe ich es gar nicht gebracht. Gut, dann bauen wir das mal so schön dahin. Ich glaube, der hat auch eine größere Reichweite, aber das kann uns erstmal egal sein. So, und da soll er das Wasser rinfüllen. Obwohl, dann können wir das Ganze auch so nach oben machen. Hat er da nicht so eine Kurve drin, die er scannen muss. Das Ganze noch ein bisschen effizienter. So, der kann auch wieder raus. Ich glaube, der Sprinkler hat eine Reichweite von 5x5. Dann können wir das eigentlich auch gleich ausbauen. 1, 2, 3, 4. 4x4 haben wir jetzt. Hat aber keine Mitte, also 5x5, denke ich. Dann passen wir das Ganze nämlich mal ein bisschen an. Gut, dann werde ich das hier jetzt demnächst. Ach, ich lasse das erstmal einfach so. Hol jetzt bloß die zwei Wassereimer und dann. Setzen wir das Ganze hier auf. So, wo ist die Spinne? Da ist die Spinne. Also wie gesagt, das spawnt nicht immer was. Aber die Chance, dass so ein komisches Ding, was wir vorhin hatten, besteht, dass das Ding spawnt, die Chance besteht, haben wir ja gesehen. So, dann da immerhin und da immerhin. Dann haben wir hier Wasser. Müsste da direkt reingefüllt werden. Dann fängt er da auch schon an zu sprühen. Dann können wir jetzt da wieder anbauen. Dich bauen wir auch gleich mal wieder an. So. Jetzt kommen die ganzen Dinger hin, hier sitzt, dann kommen die da schön. Das passt und der Rest wird hier angebaut. Das passt auch. Gut, ansonsten kann das erstmal alles wieder weg. Um den Rest kümmern wir uns später. Ich werde dann erstmal wieder ein bisschen mehr Mining betreiben, denke ich. Und wenn mir wieder irgendwas einfällt, was ich in dem Part noch so machen möchte, melde ich mich wieder. Also, bis gleich. Ciao. Ein spannendes Duell. Wer schießt wen zuerst ab? Soll's ja nicht mich schießen. Redemptos? Ah, da geht's weiter. Und. Mach ihn fertig! Gut, jetzt mach ich dich fertig. Ja.
Wollte ich euch nur kurz zeigen, weil ich das Buch lustig finde. Absylstone. Ist auch nicht schlecht. Also ich habe gerade eben Diamanten gefunden, mir ist allerdings, weiß ich, was ist mir genau ausgegangen, die Kohle. Dadurch kann ich nicht verschmelzen. Ich habe ja aber jetzt, glaube ich, ist auch keine Kohle. Da drüben haben wir Kohle, das heißt, ich kann wieder schmelzen Eisen. Weil ich habe das alles für die Kartoffeln genommen und habe ja vergessen, dass wir das ja zum Eisenschmelzen auch noch brauchen. Und jetzt renne ich deswegen mit zwei Steinspitzhacken rum. Gut, ansonsten wollte ich euch nur kurz mal zeigen, fand ich lustig. Bis gleich. So, ich war da mal ein bisschen auf Diamantensuche, habe auch 17 Stück insgesamt jetzt gaunert. Da bauen wir uns gleich mal einen Buildcraft Crobby, der reicht erstmal für den Anfang. Der hier kann später nochmal kommen, aber auf jeden Fall brauchen wir hierzu kein Obsidian erstmal, das ist mir wichtig, weil somit kann ich die Diapicke gleich direkt da reingeben. Also das heißt, wir brauchen 1, 3, 6, 7 hiervon. 7 davon. Gut, sind 8, zu viel. Dann Gold habe ich gerade durchgehauen, genauso wie hiervon wieder welche. Eisen. Ich glaube, Eisen habe ich noch nicht genug. Nee. Eisen müsste ich nochmal in der Ladung durchhauen. Damit wir dann nämlich erstmal Ressourcen kriegen, habe ich mir gedacht. Ansonsten. Was brauchen wir noch? Wie gesagt, das hier mit dem Junkloaden muss ich gucken, nur mein Internet spinnt zurzeit und ich habe ja meinen Rechner neu gemacht. Und die Configs kann ich nicht ohne das gewisse Programm da öffnen und dadurch, ja, ist das jetzt ein bisschen nicht machbar zurzeit, sagen wir es mal so. Steine wollte ich noch holen. Vorsichtshalber. So, die müssen alle schon mal in Stein umgeformt werden. Dann schmeiße ich unten nochmal eine zweite Ladung Eisen durch. Dann brauchen wir noch Eisen. 6 Stück habe ich ja schon mal. So. Das heißt, ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen erstmal eins fertig. Okay, viel mehr haben wir gerade. Nicht das Eisen. So, jetzt aber. Wir machen erstmal die Bienen. Ups, ne, das ist Eisen. Diamantenzahnräder, würde ich sagen. Gold. Und die Diamanten. Da haben wir die schon mal. 3 Stück jetzt für die Spitzhacke. Judy, dann haben wir das jetzt schon mal. Dann muss natürlich noch immer Gold durchgehauen werden. Hier oben, genau. Dann haben wir das schon mal. Gold wird durchgeschmolzen, das passt. So, 3 weitere. Von den 3 brauchen aber nur 2 zu Gold werden. Ist mir irgendwie gerade ein bisschen Eisen abhanden gekommen. Weil ich brauche jetzt noch. Wie rum war das? Glaube oben, ja klar. Hä? 3, 6, 7. Ach, hier habe ich ja noch. Wollte gerade sagen. So, Eisen. 2 werden zu Gold. Genau. Die 2 zu Gold. Oben kann schon mal das Redstone dahin. Dann wird das schon mal getauscht und dann werden die 2 zu Gold.
Wo ist denn hier der andere aus der Geisen? Hier einfach durch damit. Lieber zu viel als zu wenig. Judy, dann haben wir das schon mal. Dann können wir die jetzt schon mal fertig machen. Aber die beiden schon mal. Eins haben wir ja schon. Heißt, fehlen noch zwei. Judy, das heißt, eins können wir dann gleich schon wieder herstellen. Na? Und gleich noch das andere. Wie gesagt, hier mit dem Chunkloaden, da muss ich noch gucken, ob das in der Config ist, aber da habe ich euch ja gerade gesagt, dass das mit dem Internet da. Jetzt habe ich gerade wieder Internet und sobald ich, glaube ich, ins Internet gehe, stürzt wieder ab. Es ist, oder bleibt nur ein paar Sekunden online. Sobald ich nicht rangehe, bleibt es die ganze Zeit online. Bloß halt, sobald ich rangehe, raus. Fertig. Da muss ich da gleich nochmal gucken. Ansonsten, wie gesagt, werde ich, wenn es dann natürlich eine Einstellung gibt, das Ganze auch einstellen. Ach, brauche ich gar nicht probieren. Hat eine Spitzhacke drin, dadurch ein nicht stackbares Objekt und dadurch können wir schon mal vergessen. Judy, da haben wir unseren Buildcraft Crobby. Den lassen wir erstmal auf Standardgröße, dass wir da die Landmarks nicht brauchen. Außerdem kommen wir damit schneller nach unten. Wir brauchen jetzt irgendwas, womit wir was generieren können. Also natürlich, Strom generieren können. Möglichst portabel. Was würde sich dann da anbieten? So wird das Ding geschrieben. Vier Stück bräuchte ich dazu nochmal. Die hätten wir auch noch. Obwohl ich da nicht sicher bin, ob ich lieber das hier verwenden sollte. Weil dann könnte ich, glaube ich, den Generator alles in einem Block haben. Also denke ich. Ich habe hier den Refinery. Habe. Ich glaube, die hat sogar schneller produziert, ihr habt. Habe die Refinery, den Tank. Ja, im Prinzip. Generator kann ich, glaube ich, auch gleich da anschließen. Ich glaube, das war der Gasgenerator oder wie der hieß. Die Gasturbine. Generates power when certain gases are input into. Ich glaube, das war dieser Generator. Generates Power, ne, der hier war's. Ist ja auch relativ billig. Das heißt, dann würde ich erstmal anfangen. Dazu brauchen wir aber erstmal rein theoretisch, bräuchten wir dazu eine Pumpe. Pumpe. Electric Fluid Pump. Mana Pumpe. Pumpe, die bräuchten wir. Wäre auch nicht das Problem. Aber. Ja, da müssten wir gucken. Also, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich gehe bis zum nächsten Part auch nochmal auf die Suche nach Öl. So, also, wir planen das aber jetzt schon mal durch. Das heißt, wir brauchen einen Block hier von diesem Mod. Engineers Toolbox. Gehen wir gleich hier rein. So, damit wir nichts Falsches machen. Modular Socket brauchen wir. Nehmen wir einfach Kupfer und Redstone. Weil Kupfer haben wir auch ziemlich viel.
So, das sollte Kupfer eigentlich sein. Zinn, Cassiterite, stimmt. Zinn brauchen wir aber auch, ist nicht das Problem. Kupfer. Nehmen wir einfach das hier. Steht sogar Kupfer drin im Namen. Gut. Dann haben wir das schon mal. Huch, was kommt denn hier noch alles mit drin? Das wollte ich doch alles gar nicht. Also das brauche ich auf jeden Fall. Also eine Kiste sollte nicht das Problem sein. Ein Eimer sollte auch nicht das Problem sein. Fehlt mir noch ein Eisen dazu. Ja, machen wir hier mal nochmal einen dritten Ofen. Kann ich damit eigentlich irgendwas anstellen? So, wie sich den Ofen mal ein bisschen verschnellern. Nee, gut. Das wäre natürlich, hätte ich gleich gemacht, wenn ich da ein bisschen schneller was brennen kann. Ansonsten hier nochmal 8 Eisen. Kommst du da oben rauf? Du dein. Ja, damit Zinn. Kupfer. Wo war das Ding jetzt hier? Also das, den Eimer kriege ich. Da habe ich den Eimer. Gut, die Kiste kriegen wir auch zusammen. Ja, auch wenn es gerade nicht so danach aussieht. Holz hole ich bis zum nächsten Bad her. Ansonsten, was brauchen wir noch? Das Ding. Das machen wir am besten mit LED und Kupfer nochmal. Redstone brauchen wir. LED, Silber. Copper haben wir da nochmal. LED Bauxit, daraus kommt glaube ich Aluminium. Galena könnte LED genau sein. LED habe ich hier nochmal. Du kommst dann also mit. Galena auch nochmal. So, das heißt da Galena. Galena bräuchte ich noch einmal in eigentlich kompletten Stack. Bauxit, ich will kein Bauxit. Gut. Müssen wir es halt ein bisschen anders machen. Du kommst darin. Und sobald das Ding weg ist, schaufel ich das einfach nach. So, da haben wir doch einmal LED. So, Kupfer haben wir ja, Redstone haben wir schon. Auch wenn es anderes LED jetzt ist, ist das shit egal. Müssten ja eigentlich alle gleich craftbar sein. Ansonsten. Da haben wir dann nochmal ein bisschen LED, oder was wir dann brauchen. Kupfer. Eisen. Den Maschinenblock an sich. Mal gucken, ob wir den schon craften können. Wenn ich wüsste, wo meine Maschine hier unten schon wieder hin ist. Aluminium. Oder Eisen. Wartet gerade Eisen? Aluminium, wir haben Bauxite hier. Was anderes ist das, glaube ich, nicht wert. Sage ich ja. Ups. Ach toll, hier sind wieder zwei verschiedene Arten von Bauxit hier. Ach, nee, können Sie sich nie mal weiter verdeinigen? Na gut, hat es nicht so ganz geklappt. Ist mir jetzt auch egal. Einmal. Hier. Das brauchen wir einmal. Einmal haben wir Kiste, hole ich. Jetzt brauchen wir nur noch Aluminium. Nur Aluminium und noch immer Kupfer.
Kupfer, hier unten haben wir Kupfer. Kupfer. Der Rest ist mir dann erstmal ideal. Schmelzieren wir mal noch ein bisschen durch. Und das bitte. Jawohl. So, dann hole ich mal bis zum nächsten Part Holz. Also, ich hoffe mal wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Wünsche euch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Aschel. Also, bye bye.